Also bei Ihrer Vielzahl an Problemen würde ich Sie doch gerne mal in der Psychosomatik vorstellen. Diesen und viele andere Sätze müssen sich EDS-Betroffene tagtäglich von ihren Haus- oder Fachärzten anhören. Hallo, mein Name ist Annegret, ich bin 28 Jahre alt und habe HEDS, also ein Ehlers-Danlos-Syndrom. Und wenn es dir jetzt genauso geht wie mir vor einigen Monaten und du noch niemals vom Ehlers-Danlos-Syndrom gehört hast, aber vielleicht jemanden kennst, der gerade frisch eine Diagnose bekommen hat, dann ist dieses Video für dich, dann darfst du gerne dranbleiben. In diesem Video möchte ich nämlich gerne mit euch darüber reden, wieso sich viele EDS-Betroffene leider sehr häufig zu Unrecht früher oder später irgendwann mal in der Psychosomatik vorstellen müssen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer davon ist sicherlich, dass gerade Frauen, die sich mit einer Vielzahl an Problemen bei Haus- oder Fachärzten vorstellen, immer noch so ein bisschen als gestresst, hysterisch oder melodramatisch angesehen werden. Frauen erhalten in der Regel Jahre später ihre Diagnosen als Männer in unserem Gesundheitssystem. Aber auf diese Punkte will ich jetzt mal hier gar nicht unbedingt so eingehen. Ein weiterer Punkt könnte auf jeden Fall sein, dass EDS mit seiner Prävalenz von einer von 2500 Personen bis eine von 5000 Personen immer noch zu den seltenen Krankheiten zählt. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die meisten Ärzte in ihrem Studium schon mal vom Ehlers-Danlos-Syndrom gehört haben, aber die wenigsten in ihrem reellen, praktischen Arbeitsumfeld wirklich mal einen Patienten gesehen oder behandelt haben und dementsprechend auch nicht wissen, wie man das behandelt oder wie man es überhaupt erkennt. Sicherlich ein weiterer Grund könnte sein, dass die Vielzahl an Baustellen bei EDS eigentlich niemals ganzheitlich betrachtet werden können. Denn ein Orthopäde ist zum Beispiel für die Muskeln, für die Gelenke, für die Knochen zuständig, ein Dermatologe kennt sich mit der Haut aus, ein Kardiologe, der kennt sich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus, ein Neurologe weiß, wie deine Nerven im Körper verlaufen, wie die funktionieren. Aber kein Arzt schaut eigentlich ganzheitlich und schaut sich wirklich alles im Zusammenhang an. Und bei EDS treten ja in verschiedenen gesundheitlichen Bereichen Probleme auf, die halt nie wirklich ganzheitlich betrachtet werden. Und so erfahren die wenigsten Ärzte eigentlich auch das wirklich tatsächliche Ausmaß für die Betroffenen, was die Krankheit mit sich bringt. Und das Traurige dabei ist, dass deswegen Betroffene sehr oft aus Unwissenheit in die psychosomatische Schublade gesteckt werden. Und deswegen dann auch anfangen, an sich selbst zu zweifeln, an ihren eigenen Körpersignalen zu zweifeln, mit ihren Problemen alleine gelassen werden und eben auch nicht behandelt oder therapiert werden. Das wiederum führt nicht selten dazu, dass viele Betroffene früher als nötig auf Hilfsmittel angewiesen sind, eben weil die Krankheit so lange unentdeckt und unbehandelt blieb und man die Betroffene nicht ernst genommen hat. Ist natürlich irgendwo logisch, dass eine genetische, strukturelle Problematik am besten so früh wie möglich, sobald sie erkannt wird und Probleme bereitet, am besten so früh wie möglich behandelt wird und der Verlauf, der bei EDS nun mal eben fortschreitend ist, dann so früh wie möglich aufgehalten wird. Wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, weil eben Betroffene einfach jahrelang zu Ärzten rennen und jeder immer nur sagt, nee, dann wird da nichts dran gemacht und dann wird es natürlich immer schlimmer. Das Ehlers-Danlos-Syndrom ist aber nicht weltweit unbekannt. Die USA ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass dort die Awareness und das Bewusstsein einfach in der Gesellschaft für EDS schon viel weiter fortgeschritten ist. Es viele Fachärzte gibt, die auf EDS spezialisiert sind und es dementsprechend auch eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten für die Betroffenen gibt. In Deutschland ist es leider nicht so. Es gibt wenige Vereine oder Initiativen bei uns in Deutschland, die versuchen, Betroffenen Anlaufstellen zu geben. Da gibt es zum Beispiel die Deutsche Ehlers-Danlos-Initiative und die haben zum Beispiel eine Ärzteseite auf ihrer Internetseite, die natürlich Betroffenen Anlaufstellen hier in Deutschland bietet. Allerdings ist es wirklich eine geringe Anzahl an Ärzten und die meisten davon auch wirklich nur in Großstädten vertreten. Erschwerend kommt außerdem hinzu, dass viele Ärzte, viele der eh schon wenigen Ärzte hier in Deutschland, nur VEDS behandeln, weil das nun mal eben eine krassere Gefäßbeteiligung mit sich bringt und auch eine erhöhte Sterblichkeitsrate mit sich bringen kann. Es ist aber so, dass vom Ehlers-Danlos-Syndrom mittlerweile 13 Subtypen bekannt sind und es zum Beispiel auch schon in Studien erwiesen wurde, dass beispielsweise HEDS-Patienten die höchste chronische Schmerzrate aufweisen und am meisten unter den chronischen Schmerzen leiden von allen Typen. Und da wäre es einfach schön, wenn in Deutschland da für alle Betroffenen einfach Anlaufstellen möglich gemacht werden oder es einfach Anlaufstellen gibt. Es gibt aber auch einen Punkt, den ich nicht außen vor lassen möchte. Das Ehlers-Danlos-Syndrom ist eine Erbkrankheit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass innerhalb der Herkunftsfamilie mehr als ein Familienmitglied unter dem Ehlers-Danlos-Syndrom leidet. Nämlich wenn man als Kind oder wie auch immer das Ehlers-Danlos-Syndrom hat, dass dann ein Elternteil einem das vermacht hat. Auch wenn die Ausprägungen dieser Krankheit sehr variabel von überhaupt keine Einschränkungen durch die Krankheit bis hin zu schwerstbehindert und dauerhaft auf Hilfsmittel angewiesen schwankt, und auch innerhalb der Familie sehr unterschiedliche Ausprägungen auftreten können, geschieht es leider sehr häufig, dass gerade in Familien, in denen EDS vorkommt,
viele EDS-relevante Symptome als familiäre Besonderheit abgetan werden, obwohl sie eigentlich krankheitsrelevant sind. Dieser Punkt macht es vor allen Dingen für Familien schwierig, in denen das Ehlers-Danlos-Syndrom vollkommen unentdeckt geblieben ist und ein Familienmitglied plötzlich eine Diagnose bekommt und von einem vermeintlich gesunden Menschen plötzlich in einen schwerst kranken Menschen eingestuft wird. Nicht selten führt es auch in Beziehungen oder in Familien zu Problemen mit der Akzeptanz der Krankheit. Und auch in diesem Fall wäre es schön, wenn einfach die Aufklärung oder das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür sorgen könnte, dass eben sowohl Betroffene als auch Angehörige Anlaufstellen und Informationen finden. Das Ehlers-Danlos-Syndrom ist eine besondere Krankheit, denn sie ist oft unsichtbar, was leider traurigerweise für Betroffene oft ein Nachteil ist, weil ihnen oft Simulation, Übertreibung oder Hypochondrie unterstellt wird. Und auch wenn ich hier nicht für alle sprechen kann, glaube ich, dass die meisten Betroffenen sich einfach nur wünschen, dass man die Krankheit akzeptiert und dass man den Betroffenen glaubt und die ernst nimmt, gerade wenn man auch zu Fachärzten kommt. Wir haben nämlich entgegen der meisten Meinungen ein relativ gutes Körperbewusstsein und haben lange still mit unseren Beschwerden gelitten, weil wir selbst auch nicht wussten, was mit uns los ist. Keiner will solche Sprüche hören wie, sie sind eigentlich viel zu jung, um so krank zu sein. Das wissen wir. Auch wir haben lange unsere Symptome und Empfindungen geleugnet, weil wir gedacht haben, das kann doch nicht sein, dass ich in meinem Alter solche Probleme habe, weil wir nicht wussten, was mit uns los ist. Aber als wir irgendwann den Mut gefasst haben, uns an Ärzte oder Betroffene, Angehörige, wie auch immer zu wenden, wurden wir auf eine gewisse Art und Weise von der Gesellschaft dafür bestraft, indem man uns nicht glaubt. Und das teilweise sogar mit gesicherter Diagnose. Was jetzt sehr melodramatisch klingt, ist leider für viele EDS-Betroffene Alltag. Wenn du uns jetzt aktiv unterstützen möchtest, dann kannst du gerne dieses Video teilen, liken, kommentieren oder auch einfach diesen Kanal abonnieren, um das Wissen über EDS in Deutschland zu verbreiten. Und wenn du es jetzt bis hierhin ausgehalten hast, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat und dass wir uns vielleicht in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!